Ja, hallo ihr Lieben, heute ein neues Video auf Anregung und zwar heute mal das Thema Elektrik im Haus, Elektrik bei Geräten. Wir beschäftigen uns mal ein bisschen mit dem Thema, was ist Volt, Ampere, was ist Watt und wie hängt das alles zusammen und was für einen Einfluss haben die Sicherungsautomaten und natürlich, wie ist das Ganze ein bisschen aufgebaut. Ich habe jetzt hier das mal auf einem Papier. Und wir schauen uns das jetzt mal so an. Ich werde das ein bisschen vereinfachter halt natürlich darstellen, aber im Prinzip wird es funktionieren. Hier oben, das sieht man direkt, das ist mein Kraftwerk. Von dem Kraftwerk kommt ein Kabel über Transformator und Hochspannungsleitungen und so weiter. Ja, ich mache hier einfach mal so ein X. Das wird hier durch die Gegend transportiert und kommt am Ende des Tages bei mir an. Und zwar in einem sogenannten Panzerkasten. Der Panzerkasten, das ist im Prinzip ein Gebilde, wo 1, 2, 3 dicke Sicherungen, NH-Sicherungen nennen die sich, drin sind. NH, Niederspannungs-Hochleistungssicherungen. Okay, so, und diese Sicherungen, ich ziehe das hier mal gerade ein bisschen runter, und diese Sicherungen, die sichern meine drei Leitungen ab, meine drei Phasen, L1, L2, L3, meine Phasen, meine Außenleiter, wie man das auch nennen möchte. Okay, daneben haben wir noch die sogenannte Erde. Schutzerde, der PE, Protection Earth, und einen Neutralleiter, N. So, der PE, der ist im Prinzip mit der Erde, mit dem Erdboden verbunden, ja, und deshalb nennt man den auch als Schutzerde, das heißt, der ist hier irgendwo mechanisch im Erdboden reingerammt und da ist ein Anschluss, das heißt, das ist mein Ringanker vom Haus oder mein Staberder und der verbindet im Prinzip alle Teile miteinander über die sogenannte Erde. So, und die Leitungen L1, L2, N3 führen jeweils 230 Volt AC, also Wechselspannung. Einmal, zweimal, dreimal, jeweils 230 Volt. Bezogen auf meine Masse, auf mein PE. Ja? Also jeweils von hier nach da haben wir eine Spannung von 230 Volt. Der Neutralleiter, der wird wiederum mit dem PE verbunden. Das heißt, mein N ist geerdet. Es gibt verschiedene Netzformen, wie das letztendlich umgesetzt werden kann, ob man die separat führt, ob man einen PEN hat, also einen Schutzleiter mit Neutralleiter. Aber das soll jetzt erstmal uns nicht weiter stören. Es geht jetzt hier in dem Video ein bisschen um die Grundlagen als solches. So, das ist also im Prinzip erstmal so grob das, was sich im Keller, im Hausanschluss abspielt. Und jetzt habe ich einen Sicherungskasten. Das ist hier mein Sicherungskasten. Erkennt jeder. Und in dem Sicherungskasten, ich vereinfache den mal hier, haben wir jetzt drei Automaten und noch so einen großen Automaten. Mal in lila darstellen. Hier haben wir jetzt mal L1 angeschlossen, L2 und L3. Das sind ja jeweils einzelne Leitungen. Und was macht jetzt hier dieser Sicherungsautomat? Jetzt haben wir hier ein B16, ein C16 und hier nochmal ein B16. So, sagen wir mal so. Was machen jetzt diese Schalter, diese Schutzschalter, diese Sicherungsautomaten, wie sie ja genannt werden? Diese Sicherungsautomaten haben eigentlich nur erstmal
einen Sinn, eine Funktion. Und zwar bei Überlastung meine Leitungen, die abgehen bzw. die in diesem Strang verbaut sind, zu schützen. Eine Leitung, die hat ja ihren gewissen Querschnitt und damit auch eine bestimmte Belastbarkeit. Eine 1,5 Quadrat Kupferleitung, sagt man, hat ungefähr 16 Ampere Belastbarkeit. Das hängt halt auch ein wenig von der Verlegeart ab. Also habe ich die Unterputz gelegt, habe ich die in der freien Verlegung, wo sie besser abkühlen kann. Dann hat sie natürlich eine etwas höhere Belastbarkeit. Aber wir gehen jetzt natürlich davon aus, dass wir unsere in der Regel NIM-Kabel in der Wand Unterputz verlegt haben, in Rohren verlegt haben. Und das ist einfach der Standard, dass man sagt, ein 1,5 Quadrat Kabel hat halt eine 16 Ampere Absicherung verdient. So. Jetzt gebe ich mal hier ein bisschen, glaube ich, ran, damit man das hier... Ich wollte jetzt vermeiden, das hier am PC zu zeichnen. So ist es ja schöner. So, jetzt komme ich hier oben an mit einem Kabel. Das ist ein ganz dickes Kabel. Das hier ist ein dickes Kabel, 10 Quadrat, 6 Quadrat, wie auch immer. Das verträgt seine, ich weiß gar nicht, 40 Ampere, 30, 40, 35, 40 Ampere, sicherlich. So, aber hier hinten schließe ich jetzt meinen Draht an. Das ist mich 1,5 Quadrat Kabel. Und dieses 1,5 Quadrat Kabel wird jetzt durch diesen Sicherungsautomaten jeweils geschützt. So, diese Charakteristik B, die gibt an, wie sich der Automat verhält. Weil 16 Ampere haben die alle. Das ist aber nicht richtig, dass der Automat bei 16,1 Ampere schon auslösen würde, sondern es gibt eine gewisse Auslösecharakteristik. Ja. Und die kann ich ja mal kurz aufzeichnen. Die Auslösecharakteristik, also ganz grob aus dem Kopf. Ich habe einen gewissen Strom und eine gewisse Zeit. So in etwa, sage ich mal, sieht das aus. Das heißt, hier ist meine Zeitachse, T. Und das ist meine Stromachse I. Ja. Habe ich einen Strom, zum Beispiel 5 mal I nennen, also 5 mal 16 Ampere, das wären 80 Ampere. Das heißt, bei 80 Ampere, ich sage das jetzt nur mal schematisch, ich habe jetzt ehrlich gesagt die Werte nicht genau im Kopf. Das heißt, bei 80 Ampere löst er sofort aus. Bei 80 Ampere, die hier durchfließen, löst der Klack aus. Nicht bei 16 Ampere, bei 80. Beispielsweise, ja, das ist 5 mal I-Nen, 3 mal I-Nen, da gibt es ja verschiedene Charakteristiken. Und diese 16 Ampere oder dieser Nen, der wäre dann zum Beispiel bei 5 Minuten, 10 Minuten. Das heißt, ich kann 10 Minuten lang mit voller Leistung fahren und dann macht es erst Klack und dann schaltet der aus. Man kennt das vielleicht, die Fritteuse ist eingesteckt, der Toaster läuft noch und. Man ist am Machen, auf einmal, bopp, ist die Sicherung aus. Das passiert in der Regel nicht sofort, sondern das passiert halt nach einer gewissen Zeit. Wie machen die das? In diesen Automaten ist ein Thermoelement drin, das sich halt aufheizt und ab einem gewissen Hitzewert, der über die Zeit entsteht, schaltet das Teil ab. Eigentlich relativ simpel. Ja, dann gibt es noch Funkenlöschstrecken und so weiter in so einem Automaten. Aber einfach mal zu wissen, okay, wenn ich so einen Automaten habe, der eine gewisse Belastbarkeit, zum Beispiel 16 Ampere hat, kann ich den auch mit 40, 50 Ampere belasten, aber halt nur eine gewisse Zeit. Das ist ja schon mal eine Information, was nicht jeder weiß. Und die B-Charakteristik ist halt die übliche Charakteristik und die C-Charakteristik ist halt eine Charakteristik, die halt im Prinzip den Verlauf etwas verzögert. Das heißt, ich kann länger einen erhöhten Strom nehmen. Ja, das heißt, dieser INEN, der ist, darf halt größer sein, aber die Dauerbelastung ist dann in der Regel ein bisschen kleiner. In der Praxis, wo macht das Sinn? Ich habe zum Beispiel einen Kompressor, der sehr viel Strom beim Einschalten benötigt. Ich mache den, kennt man sicherlich, ich mache das Gerät an und klack, die Sicherung ist draußen. Ja,
Sicherung wieder rein, klack, draußen, Sicherung wieder rein, klack, jetzt läuft's. Und das kann ich verhindern mit einem entsprechenden C- oder K-Automaten, die halt diesen kurzen Einschaltstrom zulassen, damit ich halt meine Geräte ankriege und dieser Einlaufstrom, der in der Regel schon 40, 50, 60, 70 Ampere sein kann, vertragen. So, und jetzt kann ich diesen Strom hier entweder direkt entnehmen. Oder aber, zweite Möglichkeit, ich gebe den in einen FI-Schutzschalter rein. Was wir jetzt an der Stelle mal machen, wir geben den Strom hier rein. Das hier ist mein FI, der hat in der Regel so eine Testtaste, der hat in der Regel auch so einen Auslöser. Und da stehen dann bestimmte Werte drauf, zum Beispiel 0,03 Ampere, maximal 63 Ampere. Und dann kommt hier oben mein Strom wieder raus. Lassen wir den FI mal ganz kurz außen vor und gehen jetzt dahin, wo wir es brauchen, und zwar zu unserer Steckdose. Ich habe jetzt hier eine Steckdose. Und die hat ja im Prinzip, man kann eigentlich sagen, vier Anschlüsse. Hier haben wir einen Anschluss, da haben wir einen Anschluss. Und dann haben wir hier oben noch die Pins. Die Pins, die sind aber miteinander verbunden. Das heißt, die stellen einen Anschluss dar. Das ist unser PE, unsere Schutzerde. Dann haben wir noch einen Anschluss L und einen Anschluss N. Ob L oder N links oder rechts sind, darauf kann man sich schon mal gar nicht verlassen. Und da gibt es in dem Sinne auch keine Norm oder keine Richtlinie. Das ist in jedem Haus irgendwo anders. Derjenige, der es verlegt, legt das in der Regel fest. Im Idealfall, häufig wird es auch gar nicht drauf geachtet, einfach angeschlossen, gedreht, dran und Hauptsache Strom läuft. Ich mache hier bei mir immer L links und N halt rechts, kann man sich ganz gut merken. So, jetzt haben wir hier N. N haben wir hier oben im Sicherungskasten ja schon gehabt. Ja, da haben wir den N gehabt. Und der kommt natürlich hier in meinen Sicherungskasten an und wird halt entsprechend hier rausgeschickt. Und den schließen wir jetzt hier an. Das heißt, wir haben an der Steckdose den N, den Neutralleiter, der hier im Sicherungskasten hier hinten auch irgendwo mit dem PE verbunden ist. Das heißt, zwischen dem N und dem PE habe ich eine Spannung von 0 Volt. Also keine Spannung. Im Prinzip ein Kurzschluss. Zwischen L und N, habe ich 230 Volt. Und zwischen L und PE logischerweise auch 230 Volt, weil die ja beide verbunden sind. Wenn jetzt ich stehe auf dem Erdboden als Mensch. Wenn ich jetzt N und PE beide die gleiche Spannung haben, also untereinander 0 Volt, kann ich dann an meine Steckdose, an dem Pin, wo der N angeschlossen ist, dran fassen? Ja oder nein? Genau, man kann dran fassen. Das heißt, was viele nicht wissen, an der Steckdose, einer von den Drähten kann ich im Prinzip anpacken, ohne dass ich einen Stromschlag bekomme. Gleiches gilt halt bei einem Lampenanschluss. In der Regel, der blaue führt keine Spannung, der schwarze oder der braune schon. Aber das ist halt Theorie und in der Praxis sollte man sich da nicht drauf verlassen. Manchmal ist auch der blaue die Phase oder wird irgendwas geschaltet. Es gibt noch Spannungsabfall über den Leitungen, sodass ich da unter Umständen halt eben keine 0 Volt habe, sondern eine Spannung. Deswegen würde ich generell davon abraten, an die Leitungen zu packen. PE ausgenommen, aber auch da kann es Probleme, Fehler geben. Also am besten wirklich sicherstellen, keine Spannung, und dann ist gut. Welche von den L
ich jetzt hier habe aus meinem Sicherungskasten, also ob ich jetzt L1, L2, L3 nehme, das ist hier erstmal egal. Das kann einer von denen sein. Das heißt, ich brauche von meinen drei Leitern, die ich hier kriege vom Kraftwerk, brauche ich in der Praxis nur einen. Okay? So, jetzt nehme ich hier meinen Schraubendreher oder ähnliches und mache hier einen Kurzschluss. Was passiert? Es funkt und einer dieser Automaten löst aus, nämlich der hier. So, ja, dieser Automat hat ausgelöst. Damit ist schon mal klar, welche Leiter ich angeschlossen habe an der Steckdose, nämlich L1. Deshalb fliegt die Sicherung von L1 raus. So, was ist hier für ein Strom geflossen, ist jetzt die Frage. Und das begrenzt sich im Prinzip durch die, also einmal ergibt sich das aus dem Ohmschen Gesetz, I gleich U durch R. So. Okay. Das ist das Ohmsche Gesetz. U durch R gleich I. Und was haben wir alles als Widerstand? Na, als Widerstand haben wir die Leitung hier. Meine Kupferleitung. Haben wir die Anschlüsse an den Schrauben. Haben wir hier oben eine Leitung? Haben wir hier wieder Steckverbindungen? Vielleicht hier oben eine Vago-Klemme zwischen? Haben wir die Kontaktflächen von der Steckdose? Haben wir unsere Zange, die auch einen Widerstand hat? Und das Ganze ergibt halt insgesamt den Widerstand. Das ist der Widerstand R. Der ist zum Beispiel 1 Ohm. Ja? Das heißt, ich habe den Widerstand von 1 Ohm insgesamt, den kann man auch messen, da gibt es Messgeräte, Installationsmessgeräte für, die das dann auch ermitteln, weil dieser Strom ist wichtig, um meinen Sicherungsautomaten auszulösen. Das heißt, 220 Volt durch 1 Ohm sind 220 Ampere. Das heißt, in dieser Steckdose fließen maximal 200 Ampere oder durch diese Steckdose. Und das ist mein maximaler Strom, A, was ich entnehmen kann und B, auch was meinen Automaten auslöst. Und wir haben ja gesagt, wenn wir uns zurückerinnern, hier drüben bei beispielsweise 5 mal hinein, also 80 Ampere, löst der Automat aus. Warum ist das wichtig, dass ich hier diesen Ohmwert irgendwo einhalte? Sagen wir mal, ich habe 10 Ohm. 10 Ohm Widerstand, weil ich eine schlechte Verbindung habe, weil meine Kabel schlecht zu dünn sind, weil ich Lüsterklemmen habe, die sich gelöst haben, Korrosion, dann habe ich nicht mehr 220 Ampere, sondern 22 Ampere. Das heißt, ich mache hier innen einen Kurzschluss und 22 Ampere fließen. Löst dann mein Automat aus? Erstmal nicht, sondern erst nach einer langen Zeit. Und das ist halt genau das Ding. Wir wollen ja bei einem wirklichen Kurzschluss, dass der Automat auch rausfliegt. So, und das ist die Aufgabe von dem Leitungsschutzschalter. Mehr soll der eigentlich nicht machen. Einen Kurzschluss erkennen und fertig. Hat aber nichts mit Personenschutz zu tun. Personenschutzschalter, der RCD, Residual Current Device, beziehungsweise FIF, Fehlerstromschutzschalter, der kontrolliert den Strom, der rausgeht zur Steckdose und der über den Neutralleiter, ja, über den Neutralleiter wieder zurückkommt. Ja, also der Strom, ne, vereinfacht gesagt, der Strom kommt hier durch, geht in die Steckdose, geht durch meinen Verbraucher, durch meinen Verstärker, durch irgendwas durch und kommt aus dem Neutralleiter wieder. Der Strom wird ja nicht verbraucht, sondern der fließt, denn die Stromstärke ist überall gleich. So. Und in dem Moment, wo hier 1 Ampere reinfließt und 1 Ampere zurückfließt, weiß der Fehlerstromschutzschalter, alles ist in Ordnung. Beziehungsweise er weiß es nicht, sondern es gibt ein Magnetfeld. Das sind zwei Magnetspulen, die jeweils ein Magnetfeld erzeugen, was gegensätzlich ist. Und wenn die beiden Ströme gleich sind, hebt sich das Magnetfeld auf
und ist jetzt ein Magnetfeld stärker, dann klack, schaltet der ab. So wird das im Prinzip gemacht. Das ist also im Prinzip ein Differenzstrom-Messeinheit. Ja, und was kann jetzt passieren? Hier kann zum Beispiel der Daniel dran packen. So, ich kann echt sehr gut zeichnen, das werdet ihr gleich sehen. Zumindest hat er Haare. So, hier packt jetzt der Daniel dran an den L und ist natürlich hier über den PE geerdet. Das heißt, der Strom fließt jetzt hier hin und über mich in die Erde und nicht über den Neutralleiter in die Erde. So, und das merkt jetzt der Federstrom-Schutzschalter, weil er sagt, ups, 1 Ampere geht raus, aber 1, so und so viel Ampere, nein, genau andersrum, also 1, so und so viel Ampere gehen raus und 1 Ampere kommt nur zurück. Wo sind die paar hundert Milliampere, die jetzt da fehlen? Das werde ich dann sein, der die aufnimmt. Und das ist nicht gewollt und deswegen macht das Gerät innerhalb von, 30 Millisekunden klack und der Strom ist abgeschaltet. Und dieses Gerät, dieser FI oder RCD, ist mittlerweile Pflicht und ist auch absolut empfehlenswert, um einfach solche Fehler zu vermeiden. Die können entstehen durch Kurzschlüsse in der Isolation, durch Fehlkonstruktionen etc., durch Fehlbedienung und. Ja. Ich könnte ja zum Beispiel einfach, ich schließe meine Steckdose an und bin ein bisschen in Eile, achte nicht drauf und schließe jetzt die Phase an den Schutzleiteranschluss und den Schutzleiteranschluss an die Phase. So, in dem Moment habe ich ja hier auf meinem Gehäuse komplette Spannung. Und damit da nichts passiert, FI. So, das wäre es eigentlich erstmal zu dem Thema. Vielleicht noch ganz kurz die Farben. Der PE ist grün-gelb. Der Leiter, der Außenleiter in der Regel braun, schwarz. Das sind so die üblichen Farben. Und Neutralleiter blau. Und das ist auch genormt und festgelegt. Und da gibt es auch erstmal keine Abweichungen. Aber man hat zum Beispiel ein normales NIM-Kabel, möchte darüber einen Lichtschalter schalten. Was macht dann der gewiefte Elektriker? Der nimmt sich einfach den blauen Kabel für den Schalter und schon habe ich auf blau meine Phase, die geschaltet ist, drauf. Also wie gesagt, aufpassen an der Stelle. So, noch ein, zwei kleine Geschichten. Mal ganz kurz angerissen. Thema Drehstrom, Drehspannung hoch, wie sagen wir immer, Starkstrom und so weiter. Ein Herd beispielsweise, das hier ist ein Herd, wie man eindeutig erkennen kann. So, er hat ja natürlich die Knöpfe, weil ich Induktion nicht mehr zeichnen kann. So, er hat hier ein paar Kochplatten, in der Regel sind die alle unterschiedlich groß und oval. Naja, und dieser Herd, der hat in der Regel drei Phasen, L1, L2, L3 und Neutralleiter und noch ein PE. PE haben wir ja gesagt, das ist unsere Schutzerde, den brauchen wir nachher, damit der FI funktioniert. Der Neutralleiter ist im Prinzip eine Art Rückkanal und die L1, L2, L3, das sind unsere drei Phasen, die jeweils die Spannung geben. So, wir haben gesagt, jede von diesen Außenleitern, L1, L2, L3, haben jeweils 230 Volt gegenüber N. Die Frage ist, warum steht auf den Geräten dann 400 Volt drauf oder 380 Volt? Ja, beziehungsweise 400 Volt. Also das ist eine neuere und ältere Bezeichnung, genauso wie 220 und 230 Volt. Mittlerweile sagt man 230 Volt, damals war es eher 220 Volt. Ja, also die obere lassen wir mal weg. Warum steht da drauf 400 Volt? Das ist jetzt ja eine Frage, die ja eigentlich gar nicht so unberechtigt ist, weil wie kommen die auf 400 Volt, wenn ich 230 Volt dreimal habe, also komme ich erstmal auf 690 Volt. Ja, gute Frage.
wenn ich jetzt mal die Spannung, ich habe ja zweipolig mäßig, ja. Zwischen den zwei Polen, zum Beispiel zwischen L1 und L2, dazwischen habe ich ein Spannungspotenzial. Und darum geht es. Also wären wir schon bei 460 Volt. So, warum 460? Warum? Irgendwas passt da nicht. Das ist ein bisschen komplizierter. Ich werde das aber mal ganz kurz schematisch darstellen. Und zwar haben wir eine Sinuswechselspannung. Und die sieht in etwa so aus. Ja? Hier habe ich die Spannung, hier habe ich eine Spannung. Und dann habe ich, das ist jetzt sagen wir mal L1. Dann habe ich L2 und dann habe ich L3. Ja, man sieht, diese Spannungen, die laufen nicht in Phase, sagt man, sondern die sind phasenverschoben. Ja, phasenverschoben sind diese Spannungen. Das heißt, die eine Spannung hat gerade ihren Höchstwert, da hat die andere Spannung einen mittleren Wert und die andere Spannung ist im Negativen. Ja, beziehungsweise ist halt noch kleiner. Und diese Phasenverschiebung zwischen den einzelnen liegt jeweils bei 120 Grad. Ja, also 0 Grad, 120 Grad, 240 Grad und dann werden wir hier halt entsprechend wieder, ich mache das mal so, werden wir eben wieder bei 360 Grad halt angekommen, wo es sich einmal gedreht hat. Und das ist eigentlich der Erklärungsansatz. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zwischen L1 und L2 bin, habe ich halt entsprechend durch diese 120 Grad Phasenverschiebung immer eine Effektivspannung von 400 Volt. Das ist die Erklärung durch die Phasenverschiebung, durch das Spannungspotenzial zwischen zwei Spannungen, habe ich halt meinen 400 Volt. Ja, das heißt, diese ganzen 400 Volt Geräte bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass ich zwischen Phase 1 und Phase 2, oder der ersten einer Phase und der anderen Phase meine 400 Volt habe. Und in der Regel sind das sogenannte Drehstromgeräte, da gibt es verschiedene Spannungsformen, Sternschaltung, Dreieckschaltung und so weiter. Und die sorgen halt für ermöglichen mir halt eine zusätzliche Leistung, Drehfelder zu nutzen und so weiter. Zum Beispiel bei Bohrmaschinen und sowas. Ist das auch ein Starkstromgerät? Eigentlich nicht. Weil abgesichert ist der Herd in der Regel mit 16 Ampere. Und warum sollte meine 16 Ampere abgesicherter Herd ein Starkstromgerät sein, aber mein Föhn, der mit 16 Ampere abgesichert ist, nicht? Und wir haben ja gesehen, diese 220 Ampere, das ist dann das, was maximal fließt. Also von Starkstrom an der Stelle zu sprechen, ist eigentlich Quatsch. Aber es ist halt ein Drehstromgerät. Durchlauferhitzer beispielsweise, die mit 35 Ampere abgesichert sind, da dürfen wir gerne auch eher von Starkstromgeräten sprechen. 35 Ampere ist halt mal gut das Doppelte, was da fließt. Vielleicht noch für den ein oder anderen interessierten Elektroniker, ich weiß, das geht jetzt ein bisschen sehr in die Materie schon rein, aber ich denke, man kann auch einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und dann mal sowas, mal sehen. Hier haben wir 0 Volt. Das hier ist meine Spannung, meine Wechselspannung gegenüber N, also dem Neutralleiter. An der Stelle habe ich 0 Volt. Das heißt, an diesem Punkt könnte ich meine Steckdose anpacken, an beide Pinne dran und es würde nichts passieren. Das ist allerdings nur ein relativ kurzer Zeitraum, weil wir haben hier 50 Hertz. Ja, und dementsprechend das ist die Frequenz, mit der meine Wechselspannung sich ändert. Und die Frage ist, wie viel Volt haben wir hier oben? Das sind also Plus und das sind Minus. Das ist eine gute Frage. Und zwar haben wir 230 Volt Wechselspannung mal Wurzel 2. Und das ergibt 325 Volt Spitzenspannung minus 325 Volt Spitzenspannung. Das heißt, ich habe zu dem Zeitpunkt hier eine Spannung von 325 Volt tatsächlich auf meinem Kabel.
und hier von minus 325 Volt. Das heißt eine Spitzenspannung von 650 Volt. Ja, das ist jetzt für den Anwender an sich komplett erstmal uninteressant. Aber man sollte das mal wissen. Und wie kommt man auf 325? Wenn ich hier einen Spitzenspitzenwert habe, wird das mathematisch der Spitzenwert, also U Spitze durch Wurzel 2, und das ist gleich U, effektiv, genau. Und das effektiv ist die Spannung, die vergleichbar mit einem Gleichspannungswert wäre, und mit diesem U effektiv wird nur gerechnet. Das heißt, wir sagen 230 Volt AC und 230 Volt effektiv. Das ist das, was auch meine Multimeter anzeigen. Aber wichtig mal zu wissen, meine Spannung sieht eigentlich so aus, auf einem Oszilloskop beispielsweise dargestellt, hätte ich ja tatsächlich 325 minus 325 Volt auch zu messen, zu sehen. Vielleicht noch als letztes ganz kurz, bevor wir zu der Leistung kommen. Wie sieht meine Spannung eigentlich aus? Ich versuche das jetzt hier mal ein bisschen größer darzustellen. Mal rein prinzipiell und schematisch. Das wäre ja meine ideale Sinuskurve. Aber in der Praxis, ich mache es jetzt mal ganz bildlich oder blöd, ja. Sieht die Spannung irgendwie so aus. Also richtig verknüttelt, da sind Wellen drauf, da sind Spitzen drauf, Spratzer drauf und. Und das sind alles Störungen, die zustande kommen. Durch eine Bohrmaschine, die läuft und einen Funkenabriss erzeugt. Durch Einstreuungen aus dem Netz, durch zum Beispiel Schaltnetzteile, die nicht richtig entfiltert sind, gefiltert sind und entstört sind. Und das sind alles Störungen, die sich in irgendeiner Form bemerkbar machen. Man kennt das zum Beispiel, ich habe eine Halogenlampe, mache die Halogenlampe an und es gibt ein Knacken in den Lautsprechern, oder ich sehe im Bild kurzen Streifen. Der Staubsauger läuft und auf einmal habe ich Bildverzerrungen. Gerade jetzt aus der Röhrenzeit, also vor 10 Jahren, waren das Themen. Ja? Und deswegen gibt es halt Entstörmaßnahmen, die über sogenannte Kondensatoren C oder über Spulen L halt in der Regel gelöst werden, oder durch halt sogenannte PFC-Schaltungen beispielsweise, also PFC Power Factor Correction, aktiv oder passiv. Das heißt, da werden Schaltungen entwickelt, genutzt, um sinusförmige Stromentnahme zu schaffen, um halt diese Spitzen zu vermeiden, um Störungen rauszufiltern. Dafür gibt es auch, man kennt das vielleicht, an Kabeln diese Spulen bzw. diese Magnetkörper, ja, mit so einem Entstörkern. Kennt man bestimmt irgendwo an einem Kabel, und dann hat man da auf einmal so einen Klumpen dran. Das ist eine Entstörmaßnahme, um diese Störungen halt aus Bild und Ton fernzuhalten. Ja, das auch mal ganz kurz angerissen zum Thema Entstörungen, Spannungen, Strom, wie sieht das aus und was kann ich mir da für Probleme einhandeln. So. Ui, jetzt aber durchgeschlagen. Das kann ich euch nicht antun. Dann mal ganz, ganz zum Schluss noch ganz kurz die Werte, So. PUI. Das ist natürlich cool. So. PU und I. Und was bedeutet das? Das U können wir schnell abhaken. Das ist meine Spannung. Ja, wird angegeben in Volt und kann entweder AC
oder DC sein, also Gleichspannung, Direct Current, oder AC, Alternating Current. DC bedeutet, ich habe immer die konstante Spannung gegenüber meiner Masse, zum Beispiel beim Auto. Beim Auto habe ich im Prinzip eine Gleichspannung und ich habe immer meine 12 Volt und die ändern sich auch nicht in der Phasenlage oder ähnliches großartig. Und das wäre halt ein Gleichspannungssystem. Ein Laptop, ein PC innen drin, alles DC, Gleichspannung. AC, beispielsweise natürlich hier mein komplettes Hausnetz mit 230 Volt Wechselspannung. Und ja, dazwischen gibt es noch die sogenannte Mischspannung. Ist sicherlich eine Spannung, die häufig vorkommt, weil wir halt, wie gesagt, eine faktisch-theoretische Gleichspannung sehr, sehr selten haben. Auch im Auto ändert sich meine Spannung irgendwo. Ich mache das Auto an, die Lichtmaschine läuft, die Spannung schwankt. Da sind überlagerte Wechselspannungen. Soll uns jetzt aber gar nicht großartig interessieren. Also Spannung U reden wir jetzt im Hausgebrauch immer von 230 Volt. Dann haben wir I, das ist der Strom, der durch mein Gerät, durch meine Leitung oder ähnliches fließt. In der Regel, umso höher die Spannung, umso kleiner der Strom, umso kleiner die Spannung, umso größer der Strom. Beim Auto habe ich also nur 12 Volt, da habe ich in der Regel höhere Ströme, 10, 20, 30, 40, 100 Ampere. Im Haus habe ich 230 Volt, da habe ich halt eher 5 Ampere, 1 Ampere, 10 Ampere, 16 Ampere. Ja, also das ist die Stromstärke. Die wird angegeben in Ampere. Also A. Und die ist halt variabel und hängt davon ab, was ich an Last habe. Ja, eine Lampe, die sehr hell ist, hat in der Regel einen größeren Strom als eine Lampe, die sehr dunkel ist. Jetzt im gleichen System, also Halogen oder LED. Das nur mal so ganz grob. Und die Stromstärke ist eigentlich das Kritische, was meine Leitungen belastet. Ja, wird die Stromstärke zu groß, wird das Kabel zu heiß und dann habe ich meine Probleme. Und dann haben wir zu guter Letzt noch das Thema P, die Leistung. Angegeben in Watt. Da gibt es auch nochmal Differenzierungen, RMS und es gibt noch Voltampere, es gibt Watt. Das hängt ein bisschen damit zusammen, ob man eher von Gleichspannung, Wechselspannung, von Blindscheinleistung redet. Soll uns aber nicht groß stören. Watt, und das ist halt die Leistung. Die ergibt sich aus Spannung und Strom, wo auch noch irgendwo der Widerstand im Hintergrund eine Rolle spielt. Und die Leistung, die lässt sich errechnen, P gleich U mal I. Ja, P ist U mal I, also zum Beispiel 230 Volt, 1 Ampere fließt, habe ich 230 Watt. Genauso kann ich das rückwärts rechnen, ein Föhn mit 2300 Watt, da fließen 10 Ampere durch. Und deshalb kommt man auch bei Steckdosenleisten in der Regel auf 3500 Watt, weil ich 230 Volt habe, 16 Ampere, und dann sagt man, okay, 3500 Watt wäre dann in etwa diese Belastbarkeit. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf nachgerechnet, aber das wird roundabout hinkommen. Das heißt, auf den Steckdosenleisten sieht man in der Regel immer diese maximal 3500 Watt, weil ich halt 16 Ampere habe. Darüber ist ja meine Sicherung auch abgesichert oder meine Kabel abgesichert. Und in der Regel habe ich bei den Steckdosenleisten 1,5 Quadratkabel verbaut. Bei billigen Dingern auch oft 1 Quadrat. Ist eigentlich schon viel für so ein 1 Quadratkabel, aber man sagt dann wieder Verlegeart im Freien und so weiter, dann passt das schon. Ich halte immer was von Steckdosenleisten, die auch wenigstens 1,5 Quadrat schon mal haben. Wer auf die paar Cent angewiesen ist in der Herstellung, der hat schon andere Dreck meistens am Stecken. Und diese Wattangabe
Ein Kumpel sagte dann, erklär doch mal ganz kurz, was hat es eigentlich mit der Wattangabe überhaupt auf sich? Ist Watt immer mehr Watt, mehr besser oder weniger Watt, weniger schlechter oder wie ist das? Also die Leistung ist erstmal eine physikalische Größe und hat nicht unbedingt was damit zu tun, was ich am Ende rausbekomme. Bestes Beispiel zum Beispiel, ich habe einen Scheinwerfer mit 1000 Watt. Ja, eine Lampe mit 1000 Watt, Halogen. Jetzt nutze ich ein LED-System. Wenn das System nur 500 Watt hat, ein 500 Watt LED-Scheinwerfer, wenn man sich den jetzt mal vorstellt, bin ich mir sicher, der wäre deutlich heller, aber deutlich heller, als das Halogen-Ding, von der Effektivität ganz zu schweigen, Wärmeentwicklung, hätte aber nur die halbe Leistung. Und so verhält sich das mit ganz, ganz vielen Geräten. In der Regel natürlich habe ich jetzt einen Akkuschrauber von DeWalt, eine Bohrmaschine von DeWalt und habe daneben eine Bohrmaschine von DeWalt, aber mit der doppelten Leistung kann ich erstmal davon ausgehen, dass die mit der doppelten Leistung, also mit, sag mal, 1000 Watt anstatt 500 Watt, auch entsprechend mehr Power hat. Aber zu vergleichen, ich habe einen Akkuschrauber von DeWalt und ich habe einen Akkuschrauber von Skill und der eine hat 40 Watt und der andere hat 800 Watt, klar, irgendwo wird die Leistung auch gebraucht werden, aber pauschal zu sagen, der eine ist 10-mal stärker als der andere, nur weil die Leistung 10-mal so groß ist, wäre ich vorsichtig. Genauso bei Staubsaugern. Ein effektiver Motor, eine effektive Umsetzung, gute Lager und schon braucht der Motor viel weniger Kraft zum Laufen, weniger Luftwiderstand etc. Und dann komme ich vielleicht mit weniger Watt, bekomme ich mit weniger Watt ein besseres Ergebnis. Also die Leistungsangabe ist für uns in der Elektrik, Elektrotechnik eher ein Hinweis auf Verbrauch, auf Stromstärken, auf Spannungen, aber weniger auf das Ergebnis als solches. Ja, und genauso ist es eigentlich auch mit Lautsprechern. Wenn ich einen Lautsprecher habe, der eine Leistung hat von 1000 Watt, dann sagt das noch nicht viel über die Klangqualität, dann sagt das noch nicht viel über die Lautstärke, dann sagt das noch nicht viel über viele Dinge. Lautstärke, das habe ich mir mal so gemerkt in der Ausbildung, Lautstärke wird in erster Linie nicht durch Leistung erreicht, sondern durch Wirkungsgrad. Ein guter Wirkungsgrad von einem Lautsprecher von 96 dB pro Watt ist viel, viel sinnvoller als ein ganz schlechter 80 dB pro Watt und viel Leistung. Ja? Und auch da gibt es unterschiedliche Angaben, PMPO, RMS, Sinus, Dauerleistung, Musikleistung. Das ist ein Thema für sich. Aber ich hoffe, ich konnte euch hier schon mal einen groben Einblick geben, wie das Ganze im Zusammenhang steht. Vielleicht nochmal als ganz, ganz kurzes Fazit. Zum Zusammenfassung, der Strom, der aus dem Kraftwerk über Umspannwerke, Transformatoren und so weiter kommt, der hier entsprechend kommt, der wird in meinem Panzerkasten im Keller irgendwo oder wo das ist, verteilt über NH-Sicherungen, das sind Spezialsicherungen, die auch der Laie nicht selber wechseln sollte, geht dann letztendlich in meinen Sicherungskasten, wird da über Sicherungsautomaten mit unterschiedlichen Charakteristiken gegebenenfalls verteilt, in der Regel über 1,5 Quadrat Kabel, dann an meine Steckdosen, an meine Verbraucherlichtschalter weitergegeben. Ein FI-Schutzschalter sorgt dafür, dass im Fehlerfall Personenschäden vermieden werden und meine Leitungsschutzschalter verhindern eine Überlastung der Kabel in der Wand bzw. schalten halt dann im Kurzschlussfall ab. Das erfolgt halt nicht immer direkt mit dem Nennstrom, sondern über die Zeit, beziehungsweise X mal I nennen. Ich habe hier meine Anschlüsse an der Steckdose, meinen Neutralleiter, der in der Regel blau ist, meine Schutzleiter, der grün-gelb ist und meine Phasen, die halt mit braun oder schwarz in der Regel gekennzeichnet sind. Ich habe zwischen L und N, beziehungsweise zwischen L und PE 230 Volt und zwischen N und PE habe ich 0 Volt. Drehstromgeräte werden mit 3 Phasen und Neutralleiter, Schutzleiter versorgt. Wir haben hier eine Wechselspannung, die halt phasenverschoben ist jeweils um 120 Grad. Dadurch kommen wir nachher auch auf diese 400 Volt Wechselspannung.
In Wirklichkeit haben wir aber eine viel größere Spitzen- und Spitzenspannung als diese 230 Volt effektiv. Wir haben auf diesen Sinuswellen auch entsprechende Störungen, Störspitzen, abgehackte Geschichten und so weiter, Übersättigungseffekte, die halt Störungen verursachen können und mit denen wir auch irgendwo arbeiten müssen, die auch entsprechend gefiltert und so weiter müssen. Und haben halt hier in diesem ganzen Zusammenhang die Begriffe Stromspannung und Leistung aufgegriffen. Bei der Spannung unterscheiden wir Wechsel- und Gleichspannung, angegeben in Volt. Zum Beispiel 12 Volt Nennspannung beim Auto oder 230 Volt beim normalen Hausnetz bzw. 400 Volt. Bei der Stromstärke verhält es sich genauso. Wir haben auch da Wechselstrom und Wechselspannung passend zu einer Wechselstrom und Gleichstrom, jeweils halt passend zur Wechselspannung oder Gleichspannung. Das sind dann die Ampere, die in A angegeben werden. Und wir haben die Leistung. Auch da gibt es halt die Gleichspannungsleistung und die Wechselspannungsleistung. Und P gleich U mal I lässt sich dann entsprechend ausrechnen. Und das gibt Aufschluss darüber, was für Ströme fließen. Das ist wichtig, um zu sehen, überlaste ich mein System, hält das der Sicherungsautomat aus. Und wir haben festgehalten, die Leistung gibt nicht immer Ausschlag über die Qualität, sondern ist erstmal nur eine physikalische Größe. Ich danke euch fürs Zuhören, hoffe, es war aufschlussreich, hoffe, die Leute, die sich dieses Video gewünscht haben, sind nicht enttäuscht und konnten jetzt einiges an Informationen nochmal rausnehmen und auch gerne weiter Anregungen geben und ich versuche, die dann umzusetzen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Thank you.